Okay. Moving to designated coordinates. Zehn vor. So, ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Müll. Aber ich denke, dass da keine Gegner sein dürften. Locked and loaded. Recibido, señor. Wir haben leider nicht den Anführerposten stehen. Aber wie schon gesagt, ich hoffe, es passiert nicht. Sechs. So. In Bewegung. Schauen wir uns mal da was an. Feinde gesichtet. Kucku. Die haben alle Plasma. Ja, das ist cool. Das war ganz fein, weil wir sie irgendwie einnahmen können. 39 ist nicht viel. So, wo haben wir denn unseren Schnapper? Der wird wahrscheinlich noch nicht finden. Oder er kann treffen. Ja, das riskieren wir mit 55, sonst kommt ja nichts da hinten. Verheerend. Und das ist verheerend, wie sie. Achso, außer. Naja, sie können jetzt eigentlich immer nur in Deckung stehen und dann rausschießen. Das heißt, so schlimm ist für sie gar nicht. So, der kann jetzt einmal in aller Ruhe da aufholen. Na, nicht ganz in aller Ruhe. Moving to position. Position confirmed. Da rücken wir mal vor. So, jetzt ziehen wir den da her. Dass er zumindest die Deckung hätte, sollte er angegriffen werden. Und? Na, sie steht trotzdem. Sie geht in Deckung. Bringt sie so. Boah. Hurra! Hurra! Und nur, ne? No longer a threat. That's a load of bull. Nice. Okay, Meld ist noch da vorne, links. Ja. Okay. Komm schon. Das geht an der Stelle auch nicht mehr. Gibt's doch gar nicht. Ah, aber das war einer zum... 10-4. Eieiei. Ich bin nicht so gierig auf die scheiß Plasma Rifles. So, wir haben da jetzt einen unsichtbaren. Yes, come in. Das heißt, zusammenbleiben auf jeden Fall. Und auch noch genügend Soldaten da im Reflexschussmodus lassen. So, die Sniper haben nicht so ruhmreich agiert. Da eigentlich schon. Nein, ich weiß. Gut. So. Und dahin. Feldposten, Feldposten. Und da kriegen wir auch Feldposten. Ich hoffe, die kriegen jetzt nicht zu viel auf den Slug. Kommt jetzt mal auf den Unsichtbaren drauf, oder? Oh. Alter, dreimal daneben? Alles schlecht, alles schlecht. Yes, Commander. Ach, und die können einfach so noch fliegen. Und die. So, da warten wir mal. Ich muss die nur eine Runde nach Feldposten stehen lassen, weil ich einfach vor dem Schweberscheißerl Angst habe. So, die reloaden einmal, die brauchen eh eine ganze Mund. Ich hoffe, der geht nicht raus jetzt. Er hätte Reflexe, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinschicken muss. Das ist das Problem.
Achso, ich kann einfach nur abholen. Okay. That's affirmative. Nice and easy. Na, no, mach nicht der Raumschiff hin. Das brauch ich noch. Das ist wahrscheinlich. Oh, ein Erstprozent. Das ist jetzt so. Na, schau. Sehr gut. Okay, da heraus schwirrt immer nur der Schweber herum. So, ich brauche mindestens zwei Leute. Das machen, dann darf der jetzt mal nachladen, der geht auf Feldposten. Ich gebe mich auf Position. Okay. Und weiter rein, ne? Und da habe ich wen enttarnen gehört. Scheiße! Das ist aber ein Timing, ey. Rot. Er kann auf die Straße schießen. So, jetzt, ja, komm. Das sorgt eigentlich nur für die Erfahrung von dem Typen jetzt da. So, jetzt kann der noch werden. Dem unfähigen Typen können wir reinrennen. Eieieiei. Ja, schaut sich an, die drinnen haben was gescheites gemacht. Ihr nicht. Du hast gescheites gelernt. Na, brave Sniper. Passt schon. So. Dann warten wir wohl eine Runde, bis das die Sniperinnen auch in Position sind. Genau, sie heilt sich eh wieder von allein. Ja, wo wird das Geräusch hier? Von drin. Okay. Kommt sie? Unglaublich. Ja, das haben doch plus 6 Felder, glaube ich. Weil sie kann ja pro Bewegung dann um 1 mehr, um 3 mehr gehen. Macht sich schon bemerkbar. So, das Meld ist auch schon verloren, habe ich gerade gesehen. Ja. Soll ich jetzt eigentlich auch nicht. Ups. Soll ich jetzt eigentlich auch nicht stören. Ja. Meld ist nicht mein Problem. Geld habe ich irgendwie immer. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Wir wundern uns gerade, da haben wir doch, glaube ich, letztes Mal Gegner gekriegt. Tja. Dieses Mal scheinbar nicht. On the move. Da müssen die wohl einen weiteren Raum weiter drin sein. Achso, ist eigentlich jetzt blöd. Nee, die rennt durch! Ah, die Bewegungspfade von den Leitern, der ist so blöd. Ah, die muss ich. Scheiße, die. Aye, aye, Commander. Commander, die Operation war ein Erfolg. Okay, boah, jetzt die automatischen Movement-Pfade von die Soldatos Grande Schwachkopfus. Okay, gut. Oh, bietet zusätzliche Gesundheit abhängig von der angelegten Rüstung. Je schwerer Rüstung, desto größere Bonus. Tja, das ist ja nett. Und Überlebenswille. Reduziert allen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Ja, sehr gut. Wir haben bald den letzten Rang. Ja. Noch ein lebendes Alien? Danken Sie Ihren Männern von mir, Commander. Es kann nicht einfach sein, Sie Leben zu ergreifen. Ich versichere Ihnen, das Forschungsteam wird dafür sorgen, dass sich Ihre Mühe gelohnt hat. Wahnsinn. Jo. Geil. Wir haben richtig viel gehört wieder, ne? So, jetzt ist aber da ein wenig die Tragik am Start.
Den Satelliten werde ich auf jeden Fall noch starten, bevor der Ratsbericht ist, aber der ist erst irgendwo. Wir könnten einmal wieder eine Einrichtung bauen. Ein Satellitenkontrollzentrum für das Scheiße, was wir neu wo anhängen müssen. Erdwärmekraftwerk. Ah, das kann ich da bauen. Oh, da ist ja Dampf. Ja, geil. So viel Terra mit. Und wie schaut es mit der Forschung aus? Verhöre den Septuiden. Ah, fertig. Also, wie ist es gelaufen, Doktor? Besser als erwartet. Bevor die Kreatur verschwand, war ich in der Lage, einige neue Informationen zu extrahieren. Sie sagen, das Ding hat mit Ihnen gesprochen? Nicht direkt. Aber wenn man Zugriff auf das Gehirn einer Kreatur hat, kann man bestimmte Muster erkennen. Aktuelle Bilder und Gedanken. Und worüber hat unser verstorbener Freund nachgedacht? Dieses Bild ist während der Prozedur mehrmals im Gehirn der Kreatur aufgetaucht. Das kennen wir doch bereits, Doktor. Das ist wohl kaum die Art von Durchbruch, die wir... Und in Ihren Gedanken gab es eine neutrale Verbindung zwischen diesem Bild und diesem. Das ist das Ding, das urplötzlich verschwunden ist, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen auch in seinem Hirn rumstochern? Das ist das nächste Teil des Puzzles. Und dieses Mal sollten wir es vielleicht nicht erschießen, sondern lebend fangen. Aha. So. Ach, von da kriegt man die Strahlwaffen-Forschungscredits. Plasma, Jetzt ist die Frage... Wir sollten uns darauf konzentrieren, dieses merkwürdige Alienwesen zu finden. Das, das sich um den Kristall zu formen schien, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Das ist alles, was wir im Moment haben. Ja. Darüber forschen da. Okay, Schalenrüstung ist einmal richtig gut, die haben wir eh schon gehabt. Präzisionslaser, schwerer Laser. Jupp, sehr wichtig. Und wie schaut's denn da jetzt eigentlich aus? Scharfschütze, Unterstützer, Scharfschütze. Nein, ich möchte eigentlich die Muskelfaserdichte, aber die. Eieiei, wenn das nicht alles so viel Geld kosten würde. Na gut. Lass mal mit ein wenig Zeit vergehen. Oh. Commander, unsere Quellen berichten von einer bisher unbekannten Organisation, die XCOM-Operationen untergraben will. Diese Gruppierung hegt fehlgeleitete Sympathien für die Aliens und will in den Besitz von Alien-Technologie und Artefakten gelangen, die wir selber dringend brauchen. Nach ersten Berichten heißt diese Organisation Exort. Sie müssen den Ursprung dieser neuen Bedrohung finden und eliminieren. Commander? Der Rat hat zusätzliche Mittel bewilligt, um diese Verräter zu bekämpfen. Wir können nach weiteren Exort-Zellen suchen und über das Lagerzentrum verdeckte Operationen starten, um sie zu sabotieren. Ohoho. Willkommen im Edan. Die Vernehmungsmethoden von Dr. Wallen sind mit Sicherheit effektiv. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist der Albtraum jedes Aliens. Exalt, Entschuldigung. Schlüssel zur verdeckten Operation. Exalt ist eine neue globale Bedrohung. Sie werden Operationen gegen XCOM durchführen, bis wir ihren Stützpunkt finden und vernichten. Exalt operiert mit Kleinzellen. Führe verdeckte Operationen durch, um einzelne Zellen auszuschalten. Ihre Vernichtung liefert dir Geheimdienstinformationen, die du brauchen wirst, um den Exalt-Stützpunkt zu finden. Exalt-Zellen sind nicht immer sichtbar. Ordne einen Aufklärungsscan an, um sie zu enttarnen. Verborgene Zellen können... Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Verborgene Zellen können XCOM in den Ländern, in denen sie operieren, Schaden zufügen. Ich sehe gerade, China ist jetzt... Max? Scheiße. Hier musst du einen Soldaten... Oh, Schlüssel zum Einsatz von Spionen. Hier musst du einen Soldaten auswählen, der die angegebene Exalt-Zelle infiltriert und wichtige Geheimdienstinformationen herausschmuggeln soll, die dir helfen, den Standort des Exalt-Stützpunktes zu finden. Nach ein paar Tagen Arbeit im Untergrund kannst du diesen Soldaten dann in einer speziellen taktischen Mission wieder abholen.
Spione können nur Pistolen benutzen, daher sind Pistolentechnologien und Gießerei-Upgrades hilfreich. Spione haben eine starke Fähigkeit während ihres Einsatzes, den Hackangriff auf Exalt-Kommunikationsanlagen. Wenn du eine Exalt-Kommunikationsanlage entdeckst, kann sich dein Spion hineinhacken und damit die Waffen aller Exalt-Truppen für kurze Zeit lahmlegen. Spezialisten für schwere Waffen und Mechkämpfer taugen nicht für Spionage. Ist ja witzig. Okay, das heißt, am geschicktesten würde man. Da haben wir doch einen Sturm, der was schon so extrem viel. Wir haben doch irgendeinen feinen. Schwer geht nicht, ja. Trefferpunkte. 8. 8, 7. Schau nicht, ne. Achso. Das ist der Sturm und Schuss, Konditionierung, taktisch verstehen. Der ist ja super. Nehmen wir den? Sicher. Was hat er mit? Früher kannten wir nur fliegende Untertassen. Die Aliens haben sich seitdem schwer ins Zeug gelegt. Tja, dann kriegt er. Put. Na, das ist viel zu gefährlich. Er kriegt ein Medikit. Okay, gut. Cool. Er hat leider keine Genmodifikationen. Aber dafür ist er wahnsinnig gut da in alle Werte. Die hat 95 plus 10 Zielsicherheit. Ja, das ist eh der. Hier spricht Central, ich höre. So klasse. Was soll das heißen? Sie haben eine Schlange gesehen. Was hat das hiermit zu tun? Die schauen viel witziger aus, die Knechte. So, da haben wir lauter nichts können. Na, es wird auf jeden Fall eher. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exorzelle zu sprengen in China. Okay. Hey, Japan wird bald voll mit der Panik. Das war schlecht. So, Präzisionslaser ist fertig. Sehr gut. Okay. Schwere Laser, NAV-Computer, Skelettanzug, Plasmapistole und Mattenoptimierung. Dies ist das körperlich aggressivste Exemplar, das wir bisher entdeckt haben. Die Truppen nennen es liebevoll Muton. Ich kann nur vermuten, es gibt eine interessante Geschichte zu diesem Namen. Oder Muton, Muton, er ist der Größte. So, Genlabor, nix da. Okay. Erdwärme. So gut. Hab ich übrigens noch nie gebaut, glaube ich. Thermogenerator. In Kriegszeiten gibt es immer einen Anführer, einen General. Jemanden, der die Befehle gibt. Das ist bei diesen Aliens nicht anders. Die Frage ist, welche Macht oder Autorität kann so eine Vielzahl an außerirdischen Spezies kontrollieren? Was lässt sie diesen Plan verfolgen? Tja, so, vor dem Ratsbericht dürfen wir natürlich nicht unseren Satelliten vergessen. Und, Adrenalin, Neurosympathie. Bewirkt eine Überladung der Adrenalindrüsen des Soldaten. Wenn ein Tod bestätigt wird, sondert der Soldat Pheromone ab, die allen Truppmitgliedern in der Nähe einen Angriffsbonus verleihen. Kann höchstens alle 5 Runden einmal auftreten. Hey, krass. So, verhöre den Schweber. So erwischt. Okay. Der Spion ist bereit zur Abholung. Was? Ah, nicht sterben da. Der Spion hat Verschlüssler und Sender aufgebaut und eingerichtet, aber Exalt ist im Anmarsch. Schützen Sie die Geräte, indem Sie alle Exalt-Truppen im Einsatzgebiet vernichten. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Ja, so, jetzt darf er wieder schwer mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich keine Laserbord. Scheiße. Warte.